Es ist ein neuer Tag und heute bauen wir an dem Alveo 3D-Drucker-Enclosure weiter. Und ich laber nicht lange rum, wir machen direkt weiter. Ich nehme das Enclosure mal vom letzten Stand hier rüber. Und meine Güte, so groß. Alter, Alter. Ja, das ist so groß. Ja, dieses Teil ist echt so groß und ich würde sagen, wir bauen einfach mal weiter. Es fehlen noch eine Scheibe plus nochmal die Türen natürlich und die müssen wir noch einbauen. So, da seht ihr schon mal, wie groß das Ding überhaupt ist, ja? Hier, das habe ich jetzt schon mal an den zwei Seiten festgeschraubt. Hier, die Seite ist noch locker, die müssen wir jetzt noch festschrauben. Da haben wir noch mal Schrauben da. Jetzt kann ich auch mit dem Mikrofon ein bisschen besser arbeiten. Bevor ich weitermache, das sind die Klammern quasi, die hier reinkommen, ja. Damit das quasi nicht verwackelt, damit das nicht verrutscht. Ja, das ist ja an der Seite jetzt eingeklemmt. Und hier nochmal. Und die Oberseite und Unterseite sieht erstmal so weit aus, als ob man die spiegeln könnte. Da stand doch jetzt nicht irgendwie, dass man darauf achten muss, in welche Richtung man das jetzt macht. Sondern nur, dass man halt entsprechend die Löcher hier vorne hat und hier hinten quasi so ein Loch für so eine Klammer. Und das müssen wir jetzt alles nochmal richtig ordentlich verschrauben, sonst wackelt das hier die ganze Zeit. So, damit ist quasi jetzt erstmal das en gros an Gehäuse erstmal gebaut. Jetzt kommen natürlich die nächsten Schritte, wie zum Beispiel mal, dass man hier jetzt, ich hole mal die Kiste von unten, wird jetzt ein bisschen eng hier. Aber kriegen wir hin. Wir haben jetzt hier oben brauchen wir mal Stellfläche. So, dass wir jetzt zum Beispiel mal dieses Teil hier brauchen und dieses Teil hier brauchen. Und das kommt jetzt quasi, das richtig interpretiere hier. So dahin, okay. Aber wie rum? Ich brauche ein Messer. Okay, das passt da so rein. Das ist also eine Arretierhilfe, die nicht
dauerhaft dran bleibt, aber okay. Also, das ist eine Positionierungshilfe. Dieses Teil, dieses T-Stück, das kommt von unten quasi hier so rein. Okay. Haben wir. Und dann kommt jetzt... Ah, da zur Elektronik rüber. Also das ist der LED-Streifen hin. Okay. Jawohl. Verstanden. Das bedeutet jetzt ganz vorsichtig sein. Denn das kriegt man so schnell nicht nochmal ab. So solltet ihr auch etwas sehen. Und da kann ich das jetzt reinpacken. Blub, 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 blub. Festmachen. Und dann kann ich hier nochmal von oben mit dem Schraubenzieher das Ding raushauen und habe jetzt hier eine schöne LED-Leiste, die ich da hinten rüberlegen muss. Sehr schön. Das ist soweit erfolgreich geglückt. Genial. Schon hat man eine perfekt positionierte LED-Leiste. Finde ich geil. So einfach kann es gehen. Das hier hinten ist noch so ein bisschen wiggelig, weil da, ja, da ist noch ein bisschen zu viel Platz, dass das sich bewegen kann, habt ihr jetzt gerade gesehen. Okay. Als nächstes kommen jetzt die Türen. Stellen wir das doch mal runter. Das bedeutet, hier vorne kommen jetzt die Türen dran. Und dafür brauchen wir, oh je, einiges an Zeug, einiges an Zeug. Das heißt, wir bereiten erstmal die Paneele vor. Dann räume ich mal hier kurz auf. Das brauchen wir nochmal, da ist noch Werkzeug drin. Hier sind die Teile für die Tür. Da ist Müll. Das zu machen, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Stellen wir jetzt zur Seite. Das legen wir zur Seite. Werkzeug legen wir darüber. Und dann schauen wir mal. Die Türen. Müssen allein sein. Das heißt also, ich blende euch das mal ein. Hier oben ist der Abstand anders mit den Löchern als hier unten. Das heißt, das muss passen. Und diese Löcher hier müssen quasi, wie heißt es da auch, entsprechend passen zueinander. Und dann kann man anfangen. Uff. Ihr seht schon, da ist einiges los. Ja? Da ist echt einiges los. Da brauchen wir jetzt jede Menge Bauteile. Einmal hier an der Seite natürlich die Scharniere. Da die Türgriffe, wo von hinten nochmal was drankommt. Da nochmal ein Scharnier, damit das auch stabil ist. Und hier oben kommen kleine Schrauben mit solchen... Okay, das ist falsch rum. Ja, so rum. Da kommen kleine Countersunk-Screws, okay. Magnet-Screw-Cover, okay. Das bedeutet hier, die Tür, die benötigen wir, diese Teile hier. Oder die Waldfee, das ist einiges. Das ist einiges. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir erst einmal
mit den Scharnieren an der Seite an. Insgesamt, glaube ich, 6 an der Zahl, genau. 2, 3, 4. Oder aber auch immer nur 4, weil hier in der Mitte die Teile, die da angegeben sind, wahrscheinlich für die größeren Versionen sind. Okay. Ist wahrscheinlich auch dann für die Klammern, die hier oben in die Paneele halten sollten, ist das wahrscheinlich dann auch für die größeren, dass die dann nochmal ein bisschen mehr bekommen. Aber gut. So. Da kommen auf der einen Seite M4 Hexagonal Nylon Stop. Das sind die hier. Und M4 Countersunk 12 mm. Nein, das sind 10 mm. Da haben wir also unterschiedliche Längen. Hier, die hier. Und die müssen jetzt da rein. Ah, wie ich sowas liebe. Wie ich sowas liebe. So, jetzt so. Schraubendreher, passt der da noch rein? Nee, der ist schon zu groß. Der ist schon zu groß. Und ich brauche, denke ich, noch mal eine Zange. Um die Mutter da unten festzuhalten. Einen Moment. Ich sag, ich passe da durch. Muss fast nicht mal die Luft anhalten, um da durchzukommen. Bin ja schlank genug. Ich passe da gut durch. So. Noch mal so eine M4. Falscher Schraubendreher.
Ja. Ups. So, Held. Insgesamt bin ich von der Art und Weise, wie sie das da gemacht haben, nicht so ein Freund. Ganz einfach, weil das halt, ihr merkt schon, mit so einer Zange und so in Richtung nicht ganz angenehm ist. Da muss man einiges an Kraft aufwenden, damit das funktioniert. Aber ja. Da, das hier. Okay, das hält schon mal. Okay, erstes Türscharnier ist soweit fertig. Und jetzt kommen die, würde ich mal sagen, der Türgriff erstmal dran. So, das bedeutet, so. Ach, komm schon. So, Türknauf dran, da kommt jetzt so eine, würde ich mal sagen, so eine Square Nut rein, oder? Ja. Die ist aber schön groß, die passt da nicht so gut rein. Jetzt die hier passt gut rein. Jetzt. Okay, und unten muss natürlich auch noch mal eine rein. Jawohl. Und dann eine. Ach, da kommen noch mal ein paar Plättchen dazwischen. Sehr gut. Als Unterlegscheibe sozusagen.
Und dann die M416. Ich denke mal, das sind die hier. Ja. Habe ich doch richtig gehört, was mir wieder eine Mutter rausgefallen. Ja. Okay. Hält. Hält. Sehr schön. Jetzt kommen oben. Ah, hier diese Teile kommen dahin. Und das sind die M512. Okay. Das sind aber nicht M512. Bei weitem nicht. Dazu passen noch mal hier diese Teile. Und da müssen... Magnetic Screw Cover, okay, ja. So rum ist das gedacht. Das ist die andere Tür. Das ebenso. So. Aber da fehlen... Ne, hier ist noch eins. Okay. Okay.
Es funktioniert nicht ganz. Oh, da habe ich gemerkt, die Löcher noch gar nicht richtig fest zu. Also die Schrauben noch gar nicht richtig fest. Okay. Du hast auch noch eine Schraube relativ locker. Gut, so, aber ach, da habe ich noch, möchte noch größere. Ja, das hier sind die Dinger. Und da gibt es unterschiedliche Größen, wie ich sehe. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass die Teile hier oben vielleicht rund sind, damit man halt das Ganze schöner schrauben kann. Und hier unten ist noch irgendwo diese Schraube hier. Was habe ich denn jetzt runtergeschmissen? Ah ja, ich bin wieder was runtergeschmissen. Das Ding will nicht richtig halten hier. Ach, ich weiß, was da rausgefallen ist. Okay. Ja, die Mutter mal wieder. Die Mutter mal wieder. Wo hast du dich denn diesmal hin verabschiedet? Die ist ja echt ein bisschen widerspenstig. Die ist ja wirklich ein wenig widerspenstig, die Mutter. Blub. Die geht nicht richtig rein. Die geht nicht richtig rein. Da kann ich so viel schrauben, wie ich will. Die geht nicht ganz rein. Eieiei. Hab ich's denn jetzt hin? Ja. Jetzt. So, jetzt. Jetzt das Gleiche noch mal. Nee, das ist zu klein. Das hier. Das muss dadurch und dann hier drauf.
So. Jetzt haben wir die erste Tür soweit, dass man die quasi befestigen kann. Ja, ja, das haben wir alles und das sind... Steht nicht dabei. Probieren wir einfach mal. Die passen rein. Die sehen gut aus. Probieren wir die nochmal reinzuschrauben. So. Ja. Hält soweit schon mal? Ja, schick. Schick, schick. Falsche Schraube. Das ist echt schick. Muss man einfach sagen. Gefällt mir richtig gut. Es gefällt mir richtig gut. Hier der Schriftzug ist von oben nach unten lesbar. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, ist, dass hier die Löcher für die Muttern da oben drin sind. Ja, aber das sind kleine Details. Ja, insgesamt muss ich sagen, bis jetzt LED ist schon drin, alles drum und dran, gefällt mir das Ding richtig, richtig gut. Machen wir noch die letzte Tür dran. Und dann schauen wir mal. Jawohl. Ja.
Okay, damit kann man arbeiten. Hier oben ist auch noch ein bisschen Kleber drin, aber den kriege ich jetzt so schnell nicht. Ah, doch. Kriege ich ja. Sehr gut. Ha! Sehr gut. Meine Fingernägel schreien schon nach Hilfe. Na, war ja nicht anders zu erwarten. Okay. Wir haben noch mal... die Scharniere, die dran müssen. Jawohl. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Nein, 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 nein. Die Schraube hier ist die richtige und dann noch mal eine Mutter dazu. Jawohl. So. Plupp. Plupp. Einmal dieses Teil hier reindrücken. Jawohl. Ist dran. Ach, da. Nee, das ist zu klein. Das ist von der M4. Und jetzt finde ich gerade das Teil nicht mehr, oder ist das? Geht doch nicht anders. Geht dann nicht anders.
So. Und nochmal der Türgriff, der nächste. Der zweite, der letzte. Moment, das hier drin und. Jawohl. So, das ist unten, das ist oben. Blub. Blub. Wisst ihr, dass ich manchmal ein bisschen zu schnell bin? Genau, das ist jetzt hier auch passiert. Ich habe nämlich entsprechend alles spiegelverkehrt gebaut. Ah, ja, 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 ja. Also alles wieder auf. Das hier ist die Außenseite. Eieiei. Das bedeutet, dass da wieder die Teile rausfallen. Okay. Und wir die noch mal. Diese Muttern hier nerven mich so ein bisschen. Halt immer wieder rauswischen.
Ja, so. Das haben wir noch schnell oben durch. So. Das funktioniert nicht ganz. So. Jetzt aber richtig. Und dann kommt die Tür auch noch drauf und dann sind wir soweit fertig für heute.
Und damit hätten wir jetzt zwei wunderbar öffnende und schließende Türen, die ich erstmal noch so von der Folie her lasse, weil ich, wie gesagt, beim Umzug das Teil nicht verkratzen möchte. Deswegen machen wir auch die Elektronik beim Review, dass wir dann schauen, wie sich die Elektronik mounten lässt, ja, wie die auch funktioniert. Den Filter zusammenzubauen ist nochmal, glaube ich, ein ganz eigenes Thema. Und ihr merkt schon, dieses Projekt ist gar nicht mal so einfach, auch wenn es komplett eingepackt geliefert wird quasi. Wir haben jetzt fast 2,5 Stunden gebraucht, um das Teil aufzubauen. Wir sind jetzt eigentlich durch die Anleitung soweit durch. Hier hinten kommt nochmal, okay, bau den Filter mit ein, mit dem Lüfter und allem drum und dran. Und nochmal hier oben die Stopfen hier oben rein. Ja, die kommen auch nochmal da rein. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den ganzen einen Daumen nach oben gebt. Und dann stopp. Wir haben jetzt hier zwei wunderbar öffnende und auch schließende Türen mit einem magnetischen Verschluss, was ich wunderbar finde. Die lassen sich wirklich schön einfach öffnen. Man kann hier nochmal ein bisschen arretieren, dass sie hier nochmal ein bisschen besser, wie heißt es, ausgerichtet sind. Aber das funktioniert schon wirklich gut. Hier haben wir natürlich nochmal so einen Pfropfen, der hier oben reinkommt. Da werde ich nochmal doppelseitiges Klebeband oder sowas nutzen, damit die halt nicht so einfach da rein und rausgehen. Aber hier kann quasi Filament durch, hier oben durch das eine Teil. Ja, die Elektronik werden wir uns auch im Review anschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, diesen Aufbau-Stream in Anführungszeichen, wo wir das nicht wirklich streamen, sondern als Video veröffentlichen. Das waren jetzt knapp 2,5-3 Stunden, bis wir alles eingebaut haben. Im neuen Studio richte ich dann auch entsprechend den Rauchmelder und natürlich die Elektronik mit dem Filter und mit dem Controller-Panel und alles ein. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Vielen, vielen lieben Dank für meine Zuschauer. Mensch. Ah, was sage ich denn da? Wir haben jetzt also dieses Teil in zwei Teilen. Mensch. Wir haben jetzt also dieses Gehäuse in zwei Teilen aufgebaut. Das heißt also, wir haben jetzt insgesamt 2,5 bis 3 Stunden ungefähr gebraucht, um das ganze Teil zusammenzubauen. Die Folien lasse ich erstmal noch dran und deswegen kommt auch die Elektronik erstmal nicht rein, weil das Ding muss natürlich den Umzug ordentlich überstehen. Und da möchte ich nicht, dass hier gleich die Paneele verkratzen. Ich finde, das ist ein wunderbares Gehäuse. Ich wollte schon fast sagen Gerät, aber es ist ein wunderbares Gehäuse. Ich habe hier nochmal verschiedene Stopfen, die ich mit doppelseitigem Klebeband nochmal hier irgendwie oben festmachen muss. Und damit das auch alles ordentlich hält. Hier ist nochmal einer mit einem Loch für Filament, dass also hier quasi so ein Filament durchgeführt werden kann. Finde ich auch natürlich super. Und wir werden da dann den MK4 bzw. den Ender 3V3 drin testen und mal gucken, was wir denn da alles mitmachen können. Wir werden nochmal gucken, wie wir messen können, was da für Schadstoffe rausgefiltert werden. Wir werden auch mal so einen Rauchmelder drin installieren mit einer Strom- Ist es mit so einer Steckdose, dass wir den Strom kappen können. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das wird nämlich alles im Review passieren, im neuen Studio. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen und an meine Supporter auf YouTube. Und natürlich auch vielen lieben Dank an Alveo 3D, die dieses geniale Teil erstmal entworfen, gebaut und dann an mich verschickt haben. Finde ich echt töfte. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Teil dann selbst anschauen und selbst bestellen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.